Apple hat das AirPods Pro 2 Update 7a294 mit einigen neuen iOS 18 Funktionen veröffentlicht und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses Update installieren könnt und welche neuen Funktionen vorhanden sind. Sollten dich übrigens Videos wie dieses zu Apple-Produkten, Software und Updates interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da. Das Update erscheint für die AirPods Pro der zweiten Generation sowie für die AirPods 4 und AirPods 4 mit Active Noise Cancelling, wobei diese bereits mit dieser Software ausgeliefert werden. Die Voraussetzung für diese Software ist sehr wahrscheinlich der Apple H2 Chip und ihr müsst auch iOS 18 auf eurem iPhone installiert haben, um die neuen Funktionen nutzen zu können. Als allererstes empfehle ich euch einmal zu überprüfen, welche AirPods Firmware-Version denn überhaupt auf euren AirPods installiert ist und dazu könnt ihr einmal die AirPods mit eurem iPhone verbinden und daraufhin in die Einstellungen gehen, denn dann erscheinen auch die AirPods-Einstellungen und dort könnt ihr einmal ganz nach unten scrollen und da lässt sich dann auch die Version einsehen. Die aktuellste Version ist 7a294 inklusive neuer Funktion und wenn ihr diese bereits installiert habt, dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Falls diese Version bei euch noch nicht installiert ist, könnt ihr dafür sorgen, dass das Update durchgeführt wird. Das Ganze passiert vollautomatisch und kann nicht manuell durchgeführt werden. Um ein AirPods-Update durchzuführen, müssen sich die AirPods in Bluetooth-Reichweite eures iPhones, Macs oder iPads befinden. Die AirPods müssen sich im Case befinden und euer iPhone, iPad oder Mac muss im WLAN sein. Ich persönlich kann euch empfehlen, das Update über Nacht zu installieren, dazu einfach die AirPods neben euer iPhone legen, darauf achten, dass die AirPods sich im Case befinden und natürlich, dass das iPhone im WLAN ist und am nächsten Tag sollte das Update dann auch installiert sein. Bei den meisten passiert das Ganze schon innerhalb einer Stunde, bei anderen dauert es manchmal etwas länger, da muss man am Ende einfach Geduld haben. Schauen wir uns nun einmal die Funktionen des Updates an und als allererstes gibt es neue Kopfgesten, mit denen ihr ganz einfach durch Nicken oder Schütteln die Möglichkeit habt, Anrufe an- oder abzulehnen beziehungsweise auch mit Ankündigungen von Nachrichten zu interagieren. Und hier gibt es auch die Option, die Gesten einzeln zu konfigurieren, also ob ihr Kopfschütteln für annehmen oder Kopfnicken für annehmen verwenden wollt und andersherum. Und ihr habt auch die Möglichkeit, das Ganze einmal zu testen, könnt also einmal die AirPods ins Ohr stecken und dann hier diese Gesten einmal durchführen, um zu schauen, wie stark ihr vielleicht euren Kopf schütteln oder nicken müsst. Beim Mikrofon habt ihr nun die Möglichkeit zu wählen zwischen AirPods automatisch wechseln, immer linker oder immer rechter AirPod. Je nach euren Vorlieben habt ihr hier nun die Option, das Ganze einzustellen. Und sehr cool ist, die Funktion adaptives Audio, die schon etwas länger dabei ist, hat nun auch eine eigene Einstellung und hier könnt ihr jetzt ganz einfach das persönliche je nach eurem Bedarf einstellen. Das heißt, ihr könnt hier die Intensität verändern. Nun gibt es auch eine Stimmisolation für die AirPods. Zum Beispiel bei Anrufen werden dann Wind- oder Nebengeräusche herausgefiltert, was einfach für einen klareren Klang sorgt beziehungsweise für eine bessere Mikrofonqualität. Und sehr cool ist, 3D-Audio wird nun auch für Spiele unterstützt. Das heißt, immersiven Sound, den wir vielleicht schon von Musik oder Filmen kennen, können wir nun auch mit Games ausprobieren, was eine ziemlich coole neue Funktion ist. Und das funktioniert übrigens nicht nur mit den AirPods Pro der zweiten Generation und den AirPods 4, sondern auch mit den AirPods Pro der ersten Generation, den AirPods 3 und den AirPods Max. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis, dieses Update bringt noch nicht die neuen Funktionen Hörtest und Hörhilfe bzw. Hörgerät für die AirPods Pro der zweiten Generation, die Apple auf der iPhone 16 Keynote vorgestellt hat. Dieses Update erscheint erst später im Laufe des Jahres. Und damit wären wir dann auch am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe, ich konnte euch einen ganz guten Überblick der neuen Features der AirPods Pro 2 und AirPods 4 geben und euch auch dabei helfen, dieses Update zu installieren. Wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Ich versuche euch natürlich gerne zu helfen und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!